Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Mit dabei die Quengelquenny. Guten Morgen. Das ist der Rabe, Alter. Bin gehört. Ja, die Maschinerie steht. Ich habe mal Helligkeitsfilter an, damit ihr ein bisschen mehr seht jetzt hier bei der Rolle. Und joa. Und joa. Die Frage ist... Ja, die Frage ist, wir brauchen Äste. Zum Reparieren. Du hast doch Äste. Ja, 10 Stück. Habt ihr gestern allein 14 gedroppt gehabt? Ja. Da ist die Kacksau. Ja, dann mach doch noch eben Äste. Ich bin noch dabei. Ja. Bisschen Eigeninitiative und so, ne? Ja, ja, ja. Fang du da dann, Raben. Yes! Ich weiß gar nicht, warum deiner sich so freut. Meine Alte macht das gar nicht. Ja, weil er vom geilen Spieler gesteuert wird. Ah, ja. Er freut sich, Alter. Sagt so, yes, du bist es, yes, yes. Alles wird gut. Unglaublich. Wo ich nehme, so 500 Äste. Ja, mach doch mal eben. Halt doch die Fresse! Das ist ja nämlich gar kein Bock drauf. Mal eben gucken, ob das Essen reicht. So ein Gedächtnis wie ein Sieb, oder was? Ja, und das Essen nicht reichen, haben wir gestern alles fertig gemacht. Ich meinte das, was ich gerade im Inventar habe. Ja, musst du dich immer klarer ausdrücken. Alter, Mr. Bär, oder was? Mr. Bär ist da. Servus. Tja, kam meist eine Bitch, wa? Bist du dick, ne, Junge? Scheiße, wa? Bin ich ein geiler Baumeister, Alter. Sieh mich ja glatt mal selber feiern, ey. Das ist Tierquälerei, was auch immer du da gerade gemacht hast. Ja, nix habe ich gemacht. Der kommt halt nicht hier durch. Easy peasy weggeschnetzelt. Irgendwie sind die Sounds gerade ein bisschen buggy. Ranken, der Rank des an der Ranke. Schon mal gucken, in welche Richtung ich wegrenne. Ich glaube nicht, dass man gut, dass man großartig wegrennen kann. Wenn die schnell in die Gym-Bobs kommen, dann ist nichts mit wegrennen. So, ich hoffe, du hast die Sachen hier im Inventar, ne? Die Kugeln, ja. Und die Ballistic Bolts. Lass erstmal 7, oder? Ja, lad mal schon mal nach, die Balliste. Aber ich habe nur 14 Ballisten. Ja, ich habe auch nur 15. Aber ich kann nicht nachladen, weil nichts fehlt. Dann drop mir die am besten mal.
Ist ja Schwachsinn, wenn wir da beide ran eiern müssen mit 14 Bolzen, ne? Können wir die einmal nachladen, wenn die richtige Horde kommt, dann gut ist. Können ja auch ein bisschen. Ja, und Katapult, wann wolltest du das machen? Jetzt wird er ja direkt am Anfang losmaschen. Ich sie nicht rausnehmen. Stell mich mal lieber. Ja, ich habe nur 7 Stück drin, da gucken wir uns nochmal an. Ich müsste halt mal auf die Uhrzeit gucken. Denk mal so nach einer Stunde oder so. Wäre halt gut, wenn diese fette Horde kommt, dass er dann losballert. Ich weiß aber also nicht, ob das Ding, die sich dreht oder was. Keine Ahnung. Ach, werden wir sehen. Sieht's aus. Also wenn du rechts vor mir läufst, höre ich deine Schritte links. Das ist extrem irritierend. Also willst du mal dein Headset richtig rum aufsetzen? Also ich höre dich rechts. Höre ich dich mal? Ja, bei mir ist alles gut. Na gut, ich hatte ja gerade schon ein paar Problemchen beim Reinladen. Ansonsten muss es mal jetzt andersrum aufsetzen. Dann soll es ja passen. Passt schon. Passt schon, ne? Pass auf, dass du nicht abgeflammt wirst. Ja, pass ich schon auf. Sag ich jetzt wieder und dann stehe ich in Flammen. Ich pack da auch erstmal nur 11 rein, dann können wir das auch nochmal später nachladen. Oh, die Welle startet. Ich wollte gerade meinen Nickel da rausholen. Kann ja auch sein, dass jetzt vielleicht sofort direkt hier Party losgeht. Da ist eine fette Eule. Oder eine Taube oder so. Wo? Da hinten. Am Felsen. Süden. Ich finde das manchmal sogar ohne Licht angenehmer. Warum? Weil das so überblendet bei mir. Oh, du hast ja auch Scheinwerfer auf deinem Monitor gerichtet. Nur ein bisschen. Kommt keiner. Das dauert immer ein bisschen. Alter, da Rumsi Bumsi gerade schon Gas gibt. Oh, okay. Geil. Ja, gönn dir. Der haut raus gleich direkt. Gut, dass ich nur 7 reingemacht habe. Das, wie gesagt, das macht halt Sinn, wenn da die ganze Horde kommt. Aber der haut auch wie ein Einzelnen schon drauf. Ich meine, wissen wir jetzt, von wo sie kommen. Ja, die kamen ja letztes Mal auch aus allen Richtungen dann. Da kommt schon einer. Was? Ah! Der läuft doch einfach nicht, Spikes. Eieieiei, okay, der Flammenwerfer ist eine schlechte Idee. Ich wollte es gerade sagen. Wow! Ja, geh doch ran an den Flammen. Das Benzin rausgenommen. Ist warm. Die sind Flammen, wa? Der hat gerade einmal so wunderschön auf unser Haus gehalten. Da dachte ich mir, das ist vorbei. Ich glaube, es reicht, wenn du so einen Spike mehr setzt, Alter. Wieso brennen die jetzt? Warum brennt hier alles? Keine Ahnung, wahrscheinlich der brennende Zombie, den du hinter dir hattest, sich gesprengt hat. Der fackelt jetzt alles ab. Oder wegen Rumsi Bumsi. Geil.
Das sieht aber schon gut aus. Ich denke, das war dieser brennende Zombie. Ich habe keine Ahnung. Ja, auch gerade hier. Ich kann noch nicht wirklich nach hinten gucken gerade. Ja, was sollen wir jetzt Spikies sehen? Moin. Irgendwas will unser Flammenwerfer kaputt machen. Ja, ich weiß. Hab's gesehen. Schon draufgeschossen, aber reagiert nicht. Follow me to the tunnel. So, kann ich jetzt mal kurz nachladen hier, oder? Ja. Biggie Mami, Alter. Was geht ab, ey? Genau, laufen wir zurück. Das Holz sehr gut brennt hier in dem Spiel. Na, geh doch weg. Der hat gerade aufgewunden, Vogel. Servus. Alter, läuft die genau da lang, wenn ich da drin stehe. Wer? Du! Frag noch so dumm, ey. Ich bin durch das linke Ding gelaufen. Ja, hast aber den Zombie hinter dir hergezogen, der dann dadurch gelaufen ist. Ja, da ja. Kann ich ja nichts hören. Nee, da kannst du nichts hören, ne? Ich war dem Zombie, würde ich passiert mal sagen. Passiert halt, ne? Ist klar. Jetzt wissen wir aber, dass das einwandfrei funktioniert. Boah, ist ja schnell. Ja, ja, ist gut, ja. Genau. Gönn dir, Alter. Nervt doch nicht. Boah, ein Miststück. Alte Sau, ey. Ja, muss er die Pilzragus auch essen. Frage ist, ob das nochmal irgendwann aufhört zu brennen hier. Ich denke mal nicht. So, kann vielleicht ich das endlich mal reparieren hier? Ja, na klar. Wieso krieg ich denn immer einen mit? Das ist unfair. Halten aber gut was aus, ne? Was? Hm, die Zombies. Ja, na klar. Okay, jetzt ist erstmal Pause, ich denke mal. Wow, 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 wow. Ist ja, ja, ist doch gut. Okay, dann lade ich mal nach, ja. Ja, moin. Ja, die Balliste, die trifft aber 1A, ne? Ballisten sind gut, ja. Aber es ist so teuer, die Dinger herzustellen, halt, ne? Ja, auch unsere Dinger sind abgefackelt. Respekt. Mhm. Ja gut, dass du das eine aus Holz gemacht hast. Aus Stein. Ja, na klar. Bin ja nicht von gestern. Natürlich!
Nein, sag doch mal. Ja, da muss auch aufpassen, wo du hinläufst. Was ist denn los mit dir? Hammer. Spiel ist weggesprengt. Worten, ja, man muss das ja auch mal testen, ne? Ja, na klar. So. Mal schnell durchgucken, aber man sieht aus. Oh, gut da aus, kommen zwei Flitzer. Ja, jetzt kommen ein paar mehr, glaube ich. Ach du Scheiße. Geht die Party los. Bumsi, Bumsi, du darfst schießen, Alter. Ei. Ach, leck mich. Und alles, die bösen Jungs. Die schönen weißen Walker. Geht weg. Ach, du ahnst es nicht. Alle bei Quenny. Natürlich, wo auch sonst. Hallo. Eieiei, keine Ausdauer. Pass mich nicht an. Oh Gott. Alto Belli. Okay. Ich glaube, das geht nach hinten los. Die sind langsam hier gerade bei mir. Ja, bei mir nicht. Alter, und dann fickt mich Rumsdi-Bumsdi weg. Geil, ne? Ich würde ja gerne durch die Falle laufen, aber da steht so ein Walker drin. Das verbrenne ich auch noch, Alter. Passt mich nicht an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, die Spikes werden auch gerade richtig gefickt. Ja, ich bin nur einmal durchgelaufen, aber... Schieß doch nicht hier hin! Wenn die nicht alles blockieren würden, könntest du doch mal durchlaufen. Halt du Knallto, ey. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Eben nur noch die Fetten. Die hauen gerade die Spikes kaputt. Moin, Ding. Mutti, du brauchst jetzt nicht abbauen. Okay. Hier sieht's gut aus. Ich glaube, das Ding muss durch. Du Belli, ey. Ja, easy. Also ich war, ohne Essen wäre ich auf jeden Fall down gewesen. Ja, dafür haben wir ja Essen gemacht. Tja. Brauchen einfach noch... Ich habe genau jetzt keinen Ast mehr. Einfach mehr Spikes, ey. Ich glaube, die Spikes haben ganz gut aufgehalten. Ja, ich repariere schon. Mach aber erstmal die Spikes, falls wieder ein Bär kommt. Ich gehe mal ein bisschen Gerummel hier einsammeln. Hey, easy! Also, das Katapult ist ja echt geil, ne? Aber Alter, was denn jetzt? Christ. Junge. Hä? Ich hab gesagt, das Katapult ist ja echt geil, aber wenn du so ein Ding in die Fresse kriegst. Ja, das sollst du ja auch nicht da hingehen, wo du das in die Fresse kriegst. Ja, das schießt ja überall hin. Bisschen mitdenken, ne? Mhm. Klappt das auch mit dem Nachbarn. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Sachen auf Stein machen. Diese Feuerzombies da. Ja. Repariere ich auch mal eben ein paar Steine holen. Ich habe schon das untere repariert. Foundation. Hast du kleine Steine oder was? Nee, ich hatte welche. Ja. Warum hast du den nicht repariert, du Pfeife?
Ja, weil du gesagt hast, du gehst kleine Steine holen und ich hatte halt nur einen. Ja. Ja, sind doch out of ammo, ey. Also den Flammenwerfer, den muss er irgendwie einbauen. Dass er dann echt nur in eine Richtung schießt. Hier liegen überall irgendwelche Vogeleier und ich will gar nicht wissen, was das Ding alles zerbombt hat hier. Alles. Das macht keine Gefangenen. Das glaube ich auch. Wie oft ich auch gebrannt habe, ne? Vielleicht hat die Balliste das auch in Brand gesetzt. Kann auch sein. Also ich habe kein Feuerzombie gesehen, aber ich konnte mich auch nicht wirklich mal umdrehen oder so. Weiß auch nicht, was du da immer rumirrst. Ja, wenn alle 500 Mann hinter mir her sind. Tja. Karma und so, ne? Ja, wir müssen auch die Butze aufwerten. Warum? Ja, wenn da ein so ein Sprengerfuzzi kommt. Ihr sollt ja auch nicht in die Butze laufen, ihr sollt da hinten rumlaufen. Die triggern sowas ja manchmal selber. Und Trigger ist auch manchmal selber, ey. So, erstmal ein paar Äste klar machen, würde ich sagen. Ja, machen wir erstmal ein bisschen Farmerei, bis hell wird, würde ich sagen. Wenn es hell wird, gehen wir los. Ist ein Plan, wa? Jo, wie sieht's eigentlich bei dir aus mit Forschungsmaterialien? Die ich hatte, habe ich weggepackt. Oder was? Weil ich das hier für den Bauernhof mal lernen wollte. Nee, alles, was ich hatte, ist in der Kiste. Ich geh mal luschern. Ja, aber ein paar fehlen, muss er ein paar herstellen mit Blättern. Yes. Ja, wird auch Zeit, dass wir da mal vernünftiges Zeug kriegen. Zehnmal heilen hier, das ist bei der Rolle so semi, ey. Das ist richtig. Fünfmal drücken, oder? Was ist fünfmal stehen? Brauchen unbedingt Plastik, um die Kisten mal ein bisschen aufzuwerten. Warte, um die Kisten aufzuwerten. Ja, noch ein bisschen größer machen. Alles wird gut, ey. Andere Sorgen als irgendwelche Kisten aufzuwerten. Wieder wären. Mehr Fallen! Und ich habe mein ganzes Inventar zugeklumpt, weil die Kisten voll sind.
Wir haben jetzt übrigens 6 Plastiklinien. Falls du daraus irgendwas herstellen kannst, was du möchtest. Kannst ja Kisten upgraden. Könnte ich machen, ja. Aber dann jagst du mich wahrscheinlich vom Hof. Okay, Leute, wir sind am Ende einer Folge. Worte war so, ja. Also wenn diese eine fette Welle kommt, wird es immer mal kurzzeitig eng. Aber anscheinend scheinen unsere Fallen ja noch auszureichen. Naja, schauen wir mal. Okay, wir machen jetzt noch ein bisschen Farmerama, bis hell wird hier. Wenn es hell wird, schmeißen wir eine Aufnahme an. Und dann gehen wir ein bisschen looten. In diesem Sinne. Hauen Sie rein, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar und wer Bock hat, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüssi.